Wie bekommt man eigentlich so ein Messer wieder scharf? Das habe ich mich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich auch gefragt. Also wie bekommt man das einfach, günstig und gut scharf? Das habe ich mich gefragt und ich habe mich mal auf die Suche begeben. Angefangen habe ich in diesem ganzen Sammelsurium mit diesem Gerät hier. Dann habe ich mal irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht, gefunden. Dann habe ich mir so ein schickes Ding mal gekauft und so ein schickes Ding gekauft. Die sind eigentlich beide identisch, nur dass der eine halt eben hochwertiger ist und der andere ist nicht so hochwertig. Unterschied ist, ich glaube, das Ding kostet irgendwie 13 Euro. Wie gesagt, sind sogar beide von Wüsthof. Das Ding kostet irgendwas über 30 Euro. Fühlt sich auch wertiger an. Letztendlich machen sie aber alles das Gleiche. Das heißt, es ist völlig egal, ob man jetzt 10 Euro ausgibt oder 30 Euro ausgibt. Sie machen messerscharf. Es ist toll, dass man damit Messer schärfen kann, aber die Dinger nutzen irgendwann auch schnell ab, weil man halt eben nicht weiß, wie feste muss ich denn jetzt nur darauf drücken auf dem Ganzen, um ein Messer scharf zu bekommen. Ich kann das mal eben kurz demonstrieren. Das heißt, ich nehme jetzt das Ding hier, stelle den hier so drauf und ziehe jetzt hier auf der groben Seite das Messer einfach so durch. Problem ist, also grobe Seite, danach die feine Seite. Man bekommt die Messer damit auch scharf, gar kein Problem. Wenn man aber aus Versehen mal zu feste drückt, dann ja, funktionieren die Dinger irgendwann nicht mehr. Ich muss mal gucken, dass ich das da zeigen kann. Irgendwann verbrauchen sich diese Schleifdinger da drin und dann kann man das Ding eigentlich wegschmeißen. Fand ich ein bisschen doof. Also eigentlich geil, weil es super easy ist, kriegt jeder Trottel hin. Habe ich auch jahrelang benutzt, das Ganze. Also beide Versionen. Und beide haben auch gut funktioniert. Aber jetzt bei diesem hier zum Beispiel, sieht man das auch da, zumindest hier bei diesem weißen hier. Da ist er schon sehr ausgenutzt und ausgenudelt. Und der Nachteil ist halt eben, ich habe einen Schleifwinkel, auf dem ich immer festgebunden bin. Ja. Also hat mich das genervt und habe gesagt, toll, was nützt mir diese tollen Dinger? Die sind zwar super einfach, aber letztendlich halten sie nicht ultra lange, weil man sie durch falsche Bedienung oder sonst was ja einfach wieder vergessen kann. Also fallen die Dinger dann auch erstmal schon mal raus. Dann habe ich mir den zwischendurch mal gekauft und diesen habe ich hier mal zwischendurch gestellt bekommen. Das ist ja hier von, ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding denn hier? Von Hoal, das Ding. Da hat man hier so eine Anlagekante mit dabei. Das heißt, man kann das Messer hier so dranlegen. So. Und dann hier hat man so eine Diamantfläche und kann jetzt hier das da so langschleifen, nenne ich es jetzt mal. Funktioniert auch sehr gut, ist aber auch wieder auf einem Winkel wieder festgesetzt, das Ganze. Und ist auch eigentlich in meinen Augen sehr teuer. Kostet irgendwas mit 119 Euro oder so ungefähr. Wird auch sehr aggressiv beworben bei Facebook und auch bei Instagram. Ja, das Ding macht auch das, was es soll eigentlich. Aber wie gesagt, man ist immer grundsätzlich auf einen Winkel festgelegt. Und jetzt habe ich, wie gesagt, ich habe gesucht, wie kann man Messer einfach und auch kostengünstig schleifen und ohne dafür Unsummen auszugeben. Und letztendlich bin ich dann dabei gelandet, was alle sagen, und zwar bei so einem schicken Schleifstand hier. Diesen hier zum Beispiel, den habe ich mir letztens selber gekauft, selber bestellt. Wie gesagt, keine Werbung in dem Fall. Und zwar ist hier so eine Gummimatte dabei. Der Stein hat zwei Körnungen, also einmal 6000, einmal 1000. Wir fangen mal mit 1000 an, weil wir ja grob schleifen wollen. Und bei dem Dingen ist auch, ich mache den mal provisorisch neu rein, ist auch noch so eine Schleifhilfe dabei. Jeder Messerprofi wird wahrscheinlich sagen, ah, das ist der letzte Rotz, das brauchst du gar nicht. Doch, ich finde schon, für den Anfänger, wie gesagt, ich bin selber auch Anfänger, und ich fand das gut, dass das Ding dabei ist. Erkläre ich jetzt auch gleich warum. Und jetzt zeige ich euch auch, warum oder wie das funktioniert. Also grundsätzlich erstmal dieser Stein, den muss man erst in Wasser einlegen, dafür einen ganz banalen Topf hernehmen und den Stein erstmal einlegen, das Ganze. Und dann sieht man hier auch an den Luftbläschen, ich weiß nicht, kann man das so sehen? Und einmal hier so hoch, ich nehme euch mal eben hier hoch, dann zeige ich euch das mal eben einmal. Dann sieht man, wie so eine Brausetablette blubbert das Ding und lässt erstmal jetzt die ganze Luft raus und der Stein saugt sich im Prinzip jetzt erstmal voll mit Wasser. Ja, und jetzt nur die goldene aller Frage, wie finde ich nun den richtigen Winkel raus, den ich für mein Messer brauche? Wie gesagt, ich bin kompletter Laie und musste mich da auch selber erst rantasten. Grundsätzlich gibt es aber erstmal ultra verschiedene Messer. Mein ganz normales Santoku-Messer, das ist ein relativ dünnes Messer. Ich weiß gar nicht, wie viel Millimeter das hat. Ich glaube, 3 mm ungefähr hat das. Dann habe ich hier nochmal, das was hatte ich in der Schweiz mal gemacht, das ist ein bisschen dicker, das hat 4 mm. Dann habe ich mal von einem Zuschauer hier so ein der Gerät Hackeball bekommen. Das hat, glaube ich, 5 oder 6 mm. Und die haben auch alle anderen Schleifwinkel oder Schärfwinkel. Um das mal, naja, einfach mal plastisch aufzuzeichnen. Ich habe jetzt hier praktisch ein dünnes Messer. Ich habe hier ein ganz dünnes Messer. Und ich habe jetzt, sag ich mal, ganz übertrieben jetzt ein dickes Messer. Letztendlich wollen wir
das Messer scharf bekommen und müssen praktisch einen Winkel da reinschleifen. Bei dem einen ist er etwas spitzer und bei dem anderen ist er etwas weniger spitz. Ja, das erstmal nur mal so ungefähr, damit man das versteht, was man haben will. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt bei diesem dicken Messer hier, kann ich keinen Spitzenwinkel machen, weil das einfach Schwachsinn ist, weil ich müsste praktisch von dieser Schneide hier bis hierhin wahrscheinlich so viel wegschleifen, dass ich einen ganz spitzen Winkel habe. Aber mit so einem Messer will ich mir auch nicht die Haut rasieren und ich will auch keine, was ich, Fischschuppen entfernen. Ich will auch nicht Filigranes mit schneiden, sondern das Ding ist hier zum Hühner aus Beinen auskeulen oder Rippchen durchhacken oder sonst was. Deswegen wäre es Schwachsinn, wenn man da so einen ganz spitzen Winkel hat, sondern das muss einfach nur einen breiten Winkel haben. Also damit kannst du auch einen Baum fällen, so ungefähr. Also der Winkel, den man reinschärfen, schleifen will, der muss immer passend zum Messer sein. In den meisten Fällen, wie es aber gesagt, haben die meisten hier sowas zu Hause, so ein ganz normales Küchenmesser, geschweige denn hier so Ein etwas kleineres Messer oder wie gesagt, ich habe ja hier noch so ein altes Opinel-Messer noch, das ist sogar auch sogar ein bisschen dünner noch. Die lassen sich sogar ganz gut schärfen, weil die halt eben aus Carbonstahl sind. Und ich habe auch spezielle Messer zum Beispiel, und zwar so wie dieses hier. Das sieht hier so aus. Das heißt, auf der einen Seite ist das komplett gerade und auf der anderen Seite ist es geschliffen. Und das ist nämlich von meinem Currywurstschneider. Und das ist so, sag ich mal, die Königsdisziplin im Schärfen überhaupt, weil das halt eben nur, naja, einseitig geschliffen ist. Aber wie gesagt, nicht zu viel verwirren lassen, kriegen wir alles hin. So, wir fangen mal ganz banal an, wie wir das hinbekommen. So, ich nehme jetzt erstmal den Stein hier raus, mal eben aus meinem Wasserbad. Und fange jetzt mit der groben Seite an, also mit der 1000er Lösung hier. Mache den jetzt hier mal rein in mein Gummi. Und jetzt rutscht er auch nicht. Da ich aber ein bisschen mit Wasser arbeiten will, kann man sich eines ganz einfachen Trickes behelfen. Und zwar nehme ich mir ein altes Brettchen, was ich verhunzen kann. Nehme den Topf, wo jetzt gerade das Wasser drin war. Auch übrigens ein guter Trick, wenn ihr mal in der Küche mit Schneidbrettern arbeitet, die keine Anschlagkante haben, dann könnt ihr euch entweder Zewa nehmen oder halt eben hier so ein Zewa, irgendwie irgendein Lappen, sag ich mal jetzt. Und könnt den da drauflegen, einen nassen Lappen. Dann hat man nämlich den Vorteil, wenn man hier so ein Brett drauflegt, das rutscht nicht. Kennt jeder Koch. Jeder Koch wird wahrscheinlich jetzt gähnend vom Sofa fallen. Aber viele kennen den Trick halt noch nicht. So, jetzt habe ich hier meinen Schleifstein. Ich mache das mal ein bisschen schräg, damit ich euch da mitnehmen kann. Nehme jetzt hier mein schickes Messer und diesen schicken Anschlag. Wie gesagt, den ja diese ganzen Messerprofis alle immer verteufeln und sagen, braucht man nicht, völliger Quark. So, das Ding stecke ich jetzt hier drauf. Ich zeige auch gleich, dass ja auch nur eigentlich bei so großen Messern funktioniert, aber nicht bei allen anderen Messern. Und jetzt habe ich hier einen Winkel von 15 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt hier über das Messer gehe, über den Schleifstein schleife, dann habe ich immer einen perfekten Winkel. Das heißt, ich kann das so zeigen. So, ich kann jetzt hier, ja, und der Winkel bleibt immer der gleiche. Und ich kann so schleifen. Genauso brauche ich nichts machen. Ich kann das Messer einfach umdrehen und habe hier genau das gleiche auch. Und habe immer den gleichen passenden Winkel. So, das funktioniert bei diesen Messern echt super und dafür ist die Hilfe auch ganz gut, beziehungsweise die Hilfe soll eigentlich erstmal nur eine Orientierung sein, weil so wie ich, wenn ich Anfänger bin, ja, wie viel sind denn nun 15 Grad, wie viel sind 20 Grad, wie viel sind 10 Grad, wie viel sind, keine Ahnung. Als grobe Orientierung habe ich in einem anderen Video gesehen, wenn ich das Messer so schleifen würde, also so, dann habe ich 90 Grad. Wenn ich das teile durch 2, dann habe ich 45 Grad Winkel. Und wenn ich das nochmal teile, so wie jetzt hier ungefähr, dann habe ich 22,5. Also 22,5 wäre sogar noch einen Tacken höher. Das hier sind ja irgendwie auch 20 Grad, gehe ich mal von aus. Ich weiß gar nicht, muss ich in der Beschreibung gucken, aber ich meine, das wären 20 Grad. Aber so kann man sich das ungefähr grob merken. Problematik an der ganzen Geschichte ist, wenn man so wie ich Anfänger im Messerschleifen, zumindest auf Schleifstein ist, wie merkt man sich das? Also hier diese Höhe. Das heißt, wenn man diese Hilfe am Anfang benutzt, dann kann man erstmal nichts verkehrt machen, weil die ist es fest eingestellt und das hier ist so ein, das ist glaube ich so ein Keramikkern, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen nehme ich immer ein altes Brett und auch diesen Schleifstein, denn dann kann ich nämlich noch ein bisschen mit Wasser rumsauen und kann nämlich dann hier das Ganze auch nass schleifen. Das heißt, ich kann ganz easy peasy schleifen. Und es ist völlig egal jetzt, wie ich schleife, ob ich jetzt so schleife, ob ich eine 8 mache, ob ich hin und her mache, völlig wurscht. Wichtig ist einfach nur gleichmäßig. Und dann kann man das auch, rein theoretisch kann man diesen Winkel auch ganz nach hinten schieben
und mache dann praktisch erst nur die hintere Seite, so zum Beispiel, schiebe das Ganze nach vorne und mache das Ganze dann nur vorne. Oder man macht halt eben, wenn man Meter machen will, einfach eine komplette Bewegung und schleift das dann so vor sich hin. Und das funktioniert super. Auch wenn, wie gesagt, alle Messerprofis das verteufeln, das Ding, für den Anfänger, der sowas noch nie in der Hand hatte, ist das mega genial. Lass mal eben Stecken zurückziehen. So. Auf jeden Fall kriegt man dann irgendwann raus, vom Gefühl her, wie viel der Winkel denn sein muss, weil man ja hier zumindest eine feste Vorgabe hat. Das heißt, irgendwann kann man den dann auch weglassen, den Winkel. Mal wieder abziehen hier, das ist Zeug gut drauf, das Ding. Und irgendwann weiß man ja ungefähr, wo man ist und könnte das dann auch freihändig machen. Wenn der Winkel dann so ein bisschen variiert, ob es jetzt 15 oder 17 oder 20 oder 21 Grad sind, ist wahrscheinlich nicht so ganz so dramatisch. Aber erstmal nur, dass man als Laie ein Gefühl dafür bekommt. Und ich habe auch noch gemerkt, der Körper ist ja ein Teufel. Das heißt, wenn ich jetzt schleife und ich würde jetzt einfach so vor mich hinschleifen, hat man immer das Problem bei dieser Armbewegung, ich zeige das mal so rum, dann hat man das Problem, dass der Körper ja eigentlich immer so schleifen will. Das heißt, am Anfang habe ich gemerkt, dass wenn ich mit dem Körper schleife, also sprich die Hände starr lasse und meinen Körper nur bewege, ich den Winkel auch einhalte. Und dann kann ich auch so schleifen. Sieht zwar jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof aus, aber grundsätzlich kann man hier so ein bisschen Tango tanzen und einfach vor sich hinschleifen. Und man hält den Winkel immer ein. Wie gesagt, das Problem ist halt immer, wenn man irgendwie schleift, wie gesagt, ist ja, jeder muss gucken, wie er das schleifen kann, ob da, oder schärfen kann, was seine eigene perfekte Handhaltung wäre. Aber ich habe halt eben gemerkt, dass wenn man das nur aus der Hand macht, dann hat man halt eben schnell, ich übertreibe jetzt mal diesen Effekt hier, diesen Wip-Effekt, das liegt einfach an der Anatomie der Arme und des Körpers. Wenn man aber das alles verharrt, ich stecke das mal hier kurz drauf, so, jetzt habe ich hier meinen Winkel, kann die Schleifhilfe jetzt runterziehen. So, sehe ja ungefähr, dass hier so, so ein Zentimeter ungefähr Luft ist, hier an dieser Kante. Und umdrehen, so, dann seht ihr es besser. Ungefähr hier so ein Zentimeter Luft ist, ne, wenn ich das hier so drauf simuliere jetzt, sag ich mal. So, einmal hier, so drauf. Dann sehe ich ja hier ungefähr, so viel Luft habe ich. Das wäre der perfekte Winkel. Aber gerade am Anfang, wenn man das noch nicht gewohnt ist und nicht weiß, wie viel das ist, kann man diese Hilfe ganz gut nehmen. Also erstmal entweder zum Schleifen oder einfach nur zum Anhalten. Und dann weiß man ungefähr, so hat man das ungefähr. Kann dann wieder umdrehen. Ne, kann jetzt praktisch, damit man es gleichmäßig hat, hier den Daumen als Abstandshalter nehmen. Diese einfach nur zum Stabilisieren der Klinge haben und dann schleifen. Wie gesagt, und am Anfang würde ich wirklich mit dem Körper schleifen, also die Hände komplett starr lassen. So, und dann könnte ich auch rein theoretisch und so hält man dann auch den Winkel immer ein. Denn diese Hilfe, wie gesagt, sagte ich eben eingangs schon, die ist nur für große Messer gedacht. Denn sobald ich jetzt hier ein kleines Messer habe, werdet ihr gleich sehen, ja, passt nicht wirklich. Und der Winkel würde sich auch wieder verändern, denn sobald ich, sage ich mal, das Ding jetzt hier drauf mache, also selbst wenn es funktionieren würde, also ich würde den jetzt, sage ich mal, hier so einstecken und würde so schleifen, immer mal drehen, dann seht ihr, dass dieser Winkel hier viel zu steil ist. Das heißt, ich müsste also mit dem Messer, also wenn ich das so habe, ist viel zu steil, ich müsste also eher so schleifen. Aber das ist, wie gesagt, für den Anfang top. Also ich fand das echt genial, das Teil, weil mir das erstmal ja die Angst genommen hat vor so einem Schleifstein, dass ich erstmal überhaupt geschnallt habe, wie funktioniert denn das überhaupt? Was ist der richtige Winkel? Und so kann man dann halt eben dann schleifen. Ich habe das einfach mit dem Körperbewegen gemacht, weil der Körper kann ich stundenlang machen. Nicht anstrengend. Und das kann ich dann noch umdrehen und kann das gleich dann nochmal machen. Und zwischendurch habe ich dann immer mal mit meinen Händen hier aus dem Topf einfach mal wieder so ein paar Tröpfchen drauf gemacht. Und hier nach vorne an der Spitze kann ich das ein bisschen anheben. Und ihr seht, ne, gehen wir mit dem Körper vor und zurück. Und dem Schleifen ist es ja egal, ob ich jetzt in eine Richtung schleife, ein Stück schleife, oder ob ich hin und her schleife. Das ist wie beim normalen Schleifen von Metallen generell, so auch im Autobereich. Ob man eine 8 macht, wie gesagt, man kann ja jetzt hier einmal so von Ecke zu Ecke schleifen, man kann so schleifen, man kann so schleifen, das ist völlig egal. Man kann auch, wie gesagt, so hin und her machen, das ist
naja, was man einfach anatomisch für sich selber entscheidet, was am einfachsten zu schleifen ist. Ich dachte aber gerade am Anfang, die Hilfe hat mir echt geholfen. Ich dachte, wenn man das einmal dann draus hat, dann kann man das eigentlich auch freihändig machen. Und es funktioniert auch, man glaubt es kaum. Ja, und dann hat man irgendwann auch gesagt, dann gibt es noch die ich sag jetzt mal, Edding-Methode, für den brutalsten Anfänger. Das heißt, ich habe ja jetzt hier mein ganz normales Messerchen. Und zwar habe ich hier jetzt mein Edding. Jetzt muss ich das nochmal eben trocken bekommen, damit ich dann mit dem Edding drauf malen kann. Und zwar kann man auch ganz einfach sich die Schneide vorher mit einem Edding komplett hier einmal markieren. Dann sieht man nämlich auch, wo man was weggeschliffen hat und wo man was nicht weggeschliffen hat. Das ist eigentlich ganz easy nachzuvollziehen. Und dann sieht man, wo man gelandet ist und nicht. Und das kann man ja jederzeit immer wieder abwaschen. Das ist ja also easy peasy, das Ganze. Machen wir eben hier diese Kante hier komplett einmal bis zur Spitze hin. So. Ja, dann seht ihr, habe ich da einmal jetzt hier alles geschwärzt. Wie gesagt, das geht auch, aber das ist ja halt nur am Anfang. Aber gerade da ist es dann wichtig, dass man einmal weiß, so, oder ein Gefühl bekommt, was habe ich wie gemacht und wie funktioniert es. So, einmal drauf. Und jetzt gehe ich hier mal lang eben einmal. So, einmal abputzen. Ich hoffe, dass mein Edding jetzt, dass es ein farbechter Edding war. Ja, war er auch. Dass er nicht ganz abgewaschen ist. Und dann sieht man auch, wo ich lang geschliffen habe. Da sieht man das dann genau. Dann sieht man genau die Kante, kann man dann. Gucken, ob ich das euch da besser zeigen kann. Dass die ein bisschen schärfer ist. Genau, da sieht man es ein bisschen besser. Da sieht man genau dann, was ich geschliffen habe. Oder wo ich noch schleifen muss. Hier vorne an der Spitze zum Beispiel. Da muss man ein bisschen anheben. Das ist von Anfang auch ganz okay soweit. Wie gesagt, und das macht man auf beiden Seiten. Erst mit der groben Seite, dann mit der feinen Seite und dann ist das gleich auch scharf. Ich schärfe das mal eben und dann zeige ich das gleich. Ja, wie ihr gesehen habt, bekommt man das Messer küchengebrauchsscharf. Bekommt man so ein Messer auch rasierklingenscharf? Nein, geht eigentlich gar nicht, weil die Klinge viel zu dick ist. Genauso wie man auch wahrscheinlich so einen Hackebeil mit so einer fetten Klinge auch nie rasiermesserscharf bekommen kann. Was man aber bekommt, ist auf jeden Fall, selbst der größte Vollhorst, so wie ich auch, bekommt ein Messer normal alltäglich gebrauchsfertig scharf. Das reicht mir, dass ich in der Küche ganz normal schick arbeiten kann. Man kann Messer mit Sicherheit auch aus Rasiermesser scharf bekommen. Diese haben aber zum Beispiel eine viel, viel dünnere Klinge und auch teilweise einen anderen Stahl. Dann geht das auch mit richtig Rasiermesser scharf. Kosten dann aber jenseits von Gut und Böse. Und ja, das hat nicht jeder. Aber wie gesagt, für den normalen Alltag, so für mich, dass ich sage, ich will Zwiebeln schneiden, ich will Champignons schneiden, ich will Fleisch schneiden, dafür reicht diese Methode. Und auch so, wie gesagt, ich als absoluter Anfänger im Messerschleifen habe es damit hinbekommen. Da ist noch so ein kleiner Edding-Strich drauf, den muss ich noch wieder abschneiden, weil ich da zu drüber gemalt habe. Aber ihr seht auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall gut scharf und damit kann ich gut arbeiten. Und wenn man es dann noch schärfer haben will, das heißt, es liegt halt eben an dem Winkel, 20 Grad. Wenn man es halt schärfer haben will, sprich mit so einem japanischen Messer, da muss man halt eben den Winkel noch spitzer, aber dazu muss das Material spitz genug sein. Dann kann man auch, aber es geht erstmal darum, dass man mit dieser Hilfe erstmal überhaupt einen ersten Einblick bekommt oder Eindruck oder sich daran gewöhnt,
welcher Winkel brauche ich denn überhaupt? Die Hilfe braucht man später nicht mehr, aber so die ersten zwei, drei Messer, da ist die echt super, die Hilfe. Und danach kann man es auch einfach wegschmeißen oder in die Schublade legen, weil dann hat man das irgendwann im Gefühl und weiß ungefähr. Wie gesagt, man muss sich erstmal an diese Bewegungen gewöhnen, also sprich das Tanzen. Und wie gesagt, verabschiedet euch davon, dass ihr mal eben 10 Messer in 5 Minuten schleift, das könnt ihr auch vergessen. Also jedes Messer, da muss man sich schon mal 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen. Aber wenn es dann erstmal scharf ist, dann bleibt es auch eine ganze Zeit lang scharf. Und wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall völlig ausgereicht. Und wie gesagt, und das hat mir so diesen Winkel, dieses ganze Gedönsel hier, das hat mir super viel geholfen, dass ich mich daran gewöhnen kann. Und jetzt, wie gesagt, kriege ich meine Messer auch scharf. Und wie gesagt, das Ding kostet, ich verlinke es mal in der Videobeschreibung, 15 Euro oder so. Und den Stein, ich weiß, den kann ich wahrscheinlich noch meinen Enkeln vererben. So lange kann ich damit rumschleifen. Und man muss sich irgendwelche anderen teuren Lösungen oder Lösungen, die auch vermeintlich erst günstig sind, und sich dann hinterher ärgern, dass sie dann scharf werden. Im Mülleimer landen, so, damit es scharf wird. Genau, das war's für dieses Video. Und ihr könnt das, wir sehen uns im nächsten Video mit irgendwas Scharfen. Dann schon wieder. Welch Karlauer am Rande, der war schlecht, war der unwahrscheinlich schlecht. Und tschüss.